Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Schildkröten. Was geht ab? Das neue The Forest Update 059 ist draußen. Ich zeige euch kurz was Neues. Bleibt dran, ich erzähle euch, was alles dabei ist. Bis gleich. Peace out, Leute. Das Update enthält endlich die angekündigten Game-Server. Und zwar gibt es jetzt dezidierte Server. Was sind dezidierte Server? Dezidierte Server sind Server, die man hosten kann auf verschiedenen Game-Hosting-Portalen, wie zum Beispiel dieser Seite gamehosting.co. Da könnt ihr euch verschiedene Game-Server mieten, wie zum Beispiel hier könnt ihr verschiedene Arten auswählen. Links könnt ihr auswählen, dass ihr einzelne Plätze kauft für 99 Cent und ganz rechts könnt ihr quasi fertige Server mit fertigen Einstellungen, fertigen Größen kaufen. Auf derselben Seite seht ihr hier einen Game-Server für 32 Spieler, 64 Spieler und 100 Spieler. Da sind dann gewisse Eigenschaften vorausgegeben etc., wie viel RAM ihr braucht und Voreinstellung. Allerdings kann ich hier leider noch keine Preise sehen und kann euch noch keine Preise fest nennen. Allerdings hat Steam jetzt schon angegeben, oder das Team von Endlight hat angegeben, dass es noch viele Probleme gibt und man leider noch keine Server mieten kann. Ich war auch schon im Spiel, man kann leider noch keine neue Option auswählen und ich denke, da wird auch noch ein bisschen Zeit vergehen, bis wir es endlich endgültig mieten können. Und ja. Auf der Seite findet ihr einen Link, der euch anscheinend zu den Einstellungen bringen soll und da könnt ihr dann quasi einstellen, dass die dezidierten Server aktiviert sind. Bei mir hat es aber leider nicht geklappt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert den ganzen Spaß. Es ist immerhin für umsonst. Es kommen alle weiteren Updates. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn man jetzt leider noch keine Server sehen kann. Haut rein, macht es gut. Peace out.